Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zum Opening eines Displays von Legendary Duelists Rage of Ra. Und ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, das hat ja auch ganz schön lange hinten da rumgelegen. Ja, das ist korrekt, denn wir hatten innerhalb der letzten Wochen sehr viele Neu-Releases, die wir durchgehen mussten und deswegen hatten wir gar nicht mal so die Zeit, also das alles, was von Konami so reingekommen ist, die letzten Wochen und Monate, mal durchzugehen. Und jetzt ist so eine etwas entspanntere Zeit, wo jetzt langsam die Releases ausklingen für dieses Jahr und wo wir jetzt endlich mal so ein bisschen den Rest, der sich so gesammelt hat, mal ein bisschen angreifen können. Und da fangen wir zuerst an mit dem ältesten Set, was wir da hinten noch so rumliegen haben, was wir hier noch nicht aufgemacht haben. Ja, ich weiß, das ist unter Kalender und Duel Devastator, aber die haben wir sowieso schon mal aufgemacht und das sind relativ feste Sets. Das ist ein Display. Und wir steigen ein heute mit Rage of Ra und gucken mal, ob unsere Pulse deutlich besser sind als bei unserem allerersten Display. Das war nicht so stark, was wir hier aufgemacht haben. Das Case war umso schöner. Und schauen wir mal, vielleicht haben wir ja Glück. 1 von 12 Displays gibt es einen Ra. Vielleicht ist er auch hier drin. Das ist auch jetzt auch nur meine Interpretation zu den alten Sets. Also ich hoffe, dass ja, in pro Case einer gezogen werden kann und nicht schwieriger war und wir einfach nur Glück hatten mit dem Case. Gibt es dazu eigentlich schon mittlerweile irgendwelche Berichte? Hat das jemand mal über Cases ausgewertet? Das würde ich gerne mal wissen. Egal. Legen wir los. Ab geht die Post. Vielen Dank an Konami zur Verfügungstellung des Displays. So. Schauen wir mal, wie gut unser Glück diesmal ist. Ein Set, das momentan so nicht wirklich Anklang gefunden hat im Metagame. Sprich gar keinen. Aber das ist bei Legendary Duelists auch so, dass oftmals, wenn dann überhaupt ein Deck sehr interessant ist und der Rest halt eher was für die Nostalgiker bzw. für die Sammler sind, für die klassischen Original-Yu-Gi-Oh!-Anime-Themendecks quasi und die als Erweiterung für die da stehen, dass die unbedingt Meta sein müssen. Muss nicht immer der Fall sein, aber ab und an verirrt sich die ein oder andere gute Karte dann doch mal in so eine Legendary Duelist. Ra-Schüler. Jinzo Lord. Jinzo, Mechlord Imperator, Skiel und Makura, der Zerstörer. Daher, das ist das nicht so schlimm. Und genau, das Interessante, was sie gemacht haben, sie haben jetzt die Ghost hier mit eingebracht. Ich bin gespannt, wie sie weiterhin mit der Ghost im nächsten Jahr umgehen wollen, ob die, also wir wissen ja schon, es gibt schon mal das Ghost from the Past als Set, was irgendwie nächstes Jahr im März rauskommt, da ist es halt so mehr als extra Sonder-Rarity drin, aber ich frage mich, wo es halt noch so in andere Sets mit reinfregelt. Ich hoffe ja, dass es irgendwie mal wieder zurück in die Hauptsets findet. MacLeod Armee von Weisel, blockierte Beine, Jinzo Jector, Wiedergeburt und Reaktorschleim. Jinzo Rückholer, Mechlord Festung, blockierte Arme, Segen des Mechlord Imperators und Mechlord Umlenkung. Bisher nur Rares. So, probieren wir nochmal die Ratio. Waren das 5 Ultras und. Ja, das 7 Supers? Gott, jetzt habe ich wieder vergessen, was in Legendary Duelists genau verteilt wird. Mechlord Armee von Grenel, Neustart, die entschlossene Mechlord Armee, Chaos in Endlichkeit und Mechlord Astro, der Ausrotter. So, nächstes Pack. Bisher noch kein Erfolg. Mechlord Astrodrache Asterisk. Blockierte Beine, Gehirnkontrolle, Mechlord Fertigung und Moment. Und Hügel des gebundenen Schöpfers. Warte mal, ist es normal, dass die Super Red zuerst ist? Ich habe die zuerst übersehen. Ja, das wäre nur bei den Amis so, oder war das tatsächlich so in dem Set? Ich kann mich nicht erinnern, dass das so war tatsächlich. Okay, unsere erste Super Rare Mechlord Fertigung mit einem interessanten Ausschnitt. Also hier unten und links ist tatsächlich der Rand etwas dicker. Hier nach unten hat man wirklich schon ein bisschen knapp vorbeigehauen. Sehr cool. Erste Super Rare. Gut. Ich bin jetzt verwirrt, dass das irgendwie mittendrin auf einmal eine Super Rare abgetaucht ist. Das ist wieder so eins dieser super First Displays, was wir hier bekommen haben von Konami. Exklusiv direkt von der Produktion, vielleicht noch mit irgendwelchen Production Errors. Nehme ich gerne mit. Ra's Schüler, Juragedo, Mechlord Imperator Grenel, Jinzo Lord und ein wildes Monster erscheint. Ob die Karte irgendwann mal relevant wird mit ihrem Effekt? Bisher sehe ich das immer noch nicht. Also ist halt immer so, man muss halt das Monster spielen und man muss diese Karte auch noch ziehen und ich glaube, das wird nie was. Spielmarkenansturm, Mechlord Armee von Skiel, Neustart, Verstärker und Makura der Zerstörer. Ich hoffe, ich habe vorhin nicht einfach die Super Rares dann übersehen, weil die einfach zuerst kam, aber ich glaube nicht. Das wäre ja auch was. Wenn ich dann nachher einfach mich darüber beschwere, dass die Puls nicht so schön waren und dabei sind die alle einfach nur hier und ich hätte die einfach nochmal nachgucken müssen. Das machen wir sowieso immer, dass wir da nochmal nachschauen. Also da hatten wir schon die ein oder andere Erfahrung, wo wir mal wieder was, das ein oder andere wiedergefunden haben. Gedankenkontrolle,
MacLeod-Festung, Chaos und Endlichkeit, weiße Aura, Bihamut als Ultra-Rare und dann Kosmos-Kanalisierung. Ich bin verwirrt, ich glaube, das ist nicht normal. Weil das Opening ist ja jetzt auch schon, wann haben wir das aufgemacht? Vor fast 2 Monaten haben wir das letzte Display oder das Einzeldisplay aufgemacht. Beim Case achtet man sowieso nie drauf, was man zieht. Beziehungsweise wann, wo, was vorkommt, weil da fällt es einem relativ schnell ins Auge. Aber okay, dann gehen wir mal damit mit. Bisher, den Bihamut hatten wir, glaube ich, auch in unserem letzten Display. Ras-Schüler, Spielmarken-Eiscreme, Ginzolord, MacLeod Imperatus Kiel und Reaktorschleim. Jinzu Jector, Verstärker, MacLeod Astro-Maschine und dann haben wir Gesetz des Kosmos als Super Rare. Und dann Makura, den Zerstörer, als Rare. Okay, zweite Super Rare, sehr gut. Jinzu, MacLeod Armee von Grendel, Spielmarken an Sturm, MacLeod Imperator Skill und Reaktorschleim. Wir haben ja so viel schon über das Set bei den letzten Openings gesprochen, dass. Weiß ich nicht. Gibt es nicht mehr so viel zu berichten dazu eigentlich. So. Bin gespannt, wie sich die Karten verhalten werden. Weil es war oftmals so mit den Legendary Duelists, vor allem die ersten 4, dass die halt rauskamen und halt absolut keine Praxisrelevanz für die Spieler hatten. Und auch werttechnisch die meisten Karten relativ egal waren. Aber über 1-2 Jahre, wo sie dann aus Out of Print waren, dann waren auf einmal die Singles sehr interessant aus den Karten und auch die Displays selbst. Und da bin ich mal gespannt, was mit diesem entsprechenden Set passiert, vor allem, weil es ja auch noch eine Ghost gibt, die man theoretisch ziehen kann. MacLeod Armee von Skiel, Jinzu Rückholer mit Rückholer, metallisch, einfach reflektierender Schleim, Psy-Schockwelle und unvergängliche Legierung. Juragedo, MacLeod Astrodrache Asterisk, MacLeod Imperator Grendel und dann haben wir MacLeod Astrodrache Triskelion. Und als Rare MacLeod Astro der Ausrotter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn wir wieder das gleiche ziehen. Wir hätten das doch schon mal, dass wir quasi im ersten Opening und im zweiten Opening das gleiche gezogen haben aus dem Display. Also irgendwie habe ich so ein bisschen Déjà-vu gerade. Könnt ihr mir gerne nachher in den Kommentaren schreiben, ob das tatsächlich so ist. Die entschlossene MacLeod-Armee, Spielmarken Eiscreme, Opfer des linken Arms, Ras-Schüler und Hügel des gebundenen Schöpfers. Das ist ein sehr schöner Reprint. Die Karte ist immer sehr begehrt, Hügel des gebundenen Schöpfers. Aber ich glaube, die wurde ja auch nochmal reprintet in der Dranks of Legend The Complete Series, deswegen, das waren 2 Reprints hintereinander da rein. Ich glaube, die Karte hat jetzt erstmal genug Reprints. MacLeod Imperator Weisel, Gehirnkontrolle, Wiedergeburt, MacLeod Imperator Skill und Reaktorschleim. Wobei ich, wenn wir jetzt noch diesen anderen God-Support haben, der irgendwann mal bei uns rauskommen wird, Richtung Schleifer und Obelisk und so, würde ich vielleicht mal schauen wollen und gucken, ob man da vielleicht ein Deck draus bauen kann. Sei es jetzt alle Götter zusammen oder sei es jetzt nur Ra-Focus oder Nobelisk-Based. Irgendwie würde ich gerne mal wirklich auf Spaß mal eins der Götterdecks einfach mal ausprobieren. Jinzolord, MacLeod Imperator, Grendel, Spielmarken Eiskern und dann wäre MacLeod, Nucleus, Unendlichkeitskern, Super Rare und Makura, der Zerstörer. Huh. 3 Supers, 2 Ultras. Bisher sind wir, glaube ich, auf dem guten Weg zum Display-Schnitt. Ui, ui, ui. Da haben wir gleich die ganz unterste Karte verloren. Wenn das die Ghost war, dann mir das weh. Nee, war keine, war eine Rare. Heißt aber nicht, dass wir jetzt schon gespoilt sind, was jetzt kommt, weil anscheinend ja die Holo sowieso vor der Rare kommt. Psy-Schockwelle, MacLeod Astrodrache Asterisk, Neustart, Wächterschleim als Ultra-Rare. Wow. Sehr cool. Ich hoffe, wir ziehen noch den Ra. Das wäre sehr schön. Sehr schöne Addition dazu. Und Cyber-Energie-Schock als Rare. Dann haben wir den letzten Booster auf der rechten Seite. Wir haben schon ein gutes Stück raus. Gehirnkontrolle. Die entschlossene MacLeod-Armee, MacLeod-Armee von Weisel, Verstärker und Psy-Mega-Cyber. Gut. So. Der Wächterschleim war relativ oft drin in den Displays gewesen, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass der auch etwas shorter sein wird, wie andere Karten hier in dem Set. Aber das war tatsächlich gar nicht so. Der war relativ gleich verteilt, wie die normalen Karten halt da drin auch sind. MacLeod Imperator Skiel, Ginzolord, MacLeod Imperator Grendel, Spielmarken Eiscreme und Makura, der Zerstörer. Psy, Schockwelle, MacLeod Astrodrache Asterisk, Neustart, Gehirnkontrolle und Hügel des gebundenen Schöpfers.
Oh, also so viele Booster-Packs in meinen Legendary Duels. Kann man das nicht wirklich einfach ändern, dass man auch 24 hat und dann 9 Karten statt 5 Karten? Wäre das nicht ein bisschen sinnvoller, hat man weniger Booster-Verpackungen, die man wegschmeißt? Die entschlossene MacLeod-Armee. MacLeod-Armee von Weisel, Verstärker. Vereinigung des Sonnengotts als Super-Rare. Und Kosmos-Kanalisierung. Also es fällt schon sehr stark auf, dass hier die, vor allem die Super-Rares, glaube ich, stechen hervor, dass die alle so ein bisschen unten deutlich mehr Rand haben als oben. Also ein bisschen vorbeigehauen hat der Stanzer. So. Haben wir eigentlich die letzte Ghost im Single Opening gezogen? Ich glaube, das müsste Cosmo Blazer gewesen sein mit dem Chaos. Nee, das war ja der Hard Earth Drache einfach, die Nummer 92, glaube ich. Gedankenkontrolle: MacLeod Imperator Weisel, Opfer des linken Arms, Jinzo Kola und Cyber Energieschock. Und das war sogar aus so einem Ami-Display, ne? Ja. Sehr cool. Oh Gott, wieso ziehe ich immer hier dieses kleine bisschen da ab? Spielmarken an Sturm. MacLeod Astromaschine, die entschlossene MacLeod Armee, Segen des MacLeod Imperators und Reaktorschleim. Metallisch reflektierender Schleim. Sehr schleimig, dieses Set. MacLeod Armee von Skeel. Blockierte Beine, Wiedergeburt und ein wildes Monster erscheint. Psy-Schockwelle. Jinzo Jector, blockierte Arme, Opfer des linken Arms und MacLeod-Umlenkung. Das ist ein sehr cooler Reprint. Hatte, glaube ich, noch in einem der der Structure Decks Reprint. War das das Endymion Structure Deck? Kann sein. Eine Karte, die immer wieder auftauchen kann, wieder im Meta, wenn die ganz richtige Zauberkarte vertreten ist. Dann kann das mal schnell dazu kommen, dass diese Karte wieder sehr spielbar wird. Und das finde ich einen schönen Reprint, dass sie hier als Common mit dabei ist, mit dem Structure Deck. Wobei, wenn das im Demion Structure Deck war, ich glaube, das ist mittlerweile auch relativ schon vergriffen. Daher, da kommt man auch gar nicht mehr so leicht dran. MacLeod Festung, MacLeod Imperator Wiesel, MacLeod Astrodrache Asterisk und dann haben wir Glutkanone als Ultra Rare und Psy Mega Cyber. Ja, die Glutbeschleunigerkarte, die wir auch zusammen mit der Rakete kombinieren können von den Vulkanischen, um unser dolles Götterdeck mit Ra zu verstärken. Interessant. Das ist aber eine sehr schöne und sehr gute Karte für das Thema. Okay, will ich jetzt einen Ultra oder einen Ghost Ra? Ich nehme, glaube ich, nehm schon gerne die Ghost. Ich hoffe, wir ziehen gleich noch einen Ra oder so. Das wäre mega. MacLeod Armee von Granel, Spielmarken Eiscreme, MacLeod Astromaschine haben wir, MacLeod Nucleus Unendlichkeitskern als Super Rare und MacLeod Astro, der Ausrotter. Hier ist ja so viel MacLeod-Kram drin. Der Jinzo-Kram ist halt wirklich schon ein bisschen... Da fehlt noch einiges. Aber was ist mit dem MacLeod-Kram? Weil MacLeod ist ja immer so Anti-Synchro gewesen. Und ich finde, Anti-Synchro in 2020 ist halt so, Also, ja, es gibt Synchros. Die werden meistens aber aus Kombos rausgequetscht. Meistens, wo nicht mal so viel Synchro-Beschwörung involviert ist. Und es ist halt einfach nicht so relevant, wie als es damals halt fast nur Synchros gespielt worden ist. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Sollte man MacLeods nicht vielleicht noch mal ein bisschen mehr allgemein so in den Extra-Deck-Hate schieben? Und bisher, weiß ich nicht, also ist der Support geil? Bisher habe ich so nicht das Gefühl. Jinzo Jector, Spielmarkenansturm, Gehirnkontrolle, MacLeod-Armee von Weisel und ein wildes Monster erscheint. Nächstes Pack. MacLeod Astromaschine, Jinzo Rukola, MacLeod Festung, Psy-Lump als Super Rare und Hügel des gebundenen Schöpfers. Sehr sick. Sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Super Rares. Das heißt, theoretisch noch eine Ultra und eine Super Rare, wenn ich richtig lag mit meiner Vermutung anfangs mit 5, 7 der Verteilung. Segen des MacLeod Imperators. Blockierte Arme, MacLeod Imperator Wesel, Opfer des linken Arms und Cyber-Energieschock. Das Interessante ist aber tatsächlich zu sehen, ist halt, dass wirklich teilweise die Holos halt wirklich hintereinander kommen. Manchmal hat man so ein, zwei Packs, die auch gleich direkt hintereinander eine Holo haben. Das ist schön. Psy-Schockwelle, MacLeod Imperator Granel, Jinzo, metallisch reflektierender Schleim und MacLeod Astro, der Ausrotter. Wir haben noch, glaube ich, 4 Packs. 4 Packs, die auf uns warten. MacLeod Armee von Weisel. Chaos und Endlichkeit, Wiedergeburt. Dann haben wir den richtigen Namen als Ultra Rare. Und Makiura, der Zerstörer. The True Name. Eine Karte, die eigentlich relativ teuer geworden ist, bevor der Reprint hier kam, als Super Rare, glaube ich, also Duelist Pack. Battle City, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht auch Millennium Pack.
kann es ein von beiden gewesen sein. Mir ist das Ultra hier reprintet worden und direkt alles in den Keller gegangen, also nicht mehr so das große Interesse an der Karte. Fragst du dich halt, wie lange das ist, weil es ist quasi immer noch ihr Highest Rarity Print jetzt, oder jetzt der Highest Rarity Print. Und sobald mal irgendwie nochmal Support mit Ra angekündigt wird, also ist das eine Karte, oder bis es allgemein Götter-Support halt immer mehr kommt, desto besser wird die Karte halt einfach, weil sie ist auch ich gar nicht mal so schlecht. Blockierte Arme, Juraghetto, Segen des Mechlord-Imperators, blockierte Beine und Kosmos-Kanalisierung. Das war quasi jetzt unser letzter Ultra. Das heißt, theoretisch steht für uns nichts mehr so krasses aus. Da gucken wir mal, was wir da noch im Rest haben. Gedankenkontrolle, Verstärker, Jinzo, Mechlord-Imperator, Weisel, Synchro-Absorption und Hügel des gebundenen Schöpfers. Vorletztes Pack. Ob da uns noch ein Gott erwartet? Das wäre heftig. So, metallisch reflektierender Schleim. Spielmarkenansturm. Chaos und Endlichkeit. Mechlord-Armee von Grendel und Cyber-Energie-Schock. Dann kommt alles aufs letzte Pack drauf an. Schauen wir mal, was da drin ist. Mechlord-Armee von Skeel. Neustart. Gedankenkontrolle. Und dann haben wir Juraghetto und Mechlord-Astro. Der Ausrotter. Ich würde sagen, wir räumen kurz auf und sehen uns zum Recap wieder. Bis gleich. Bei den Rares haben wir Cyber-Energie-Schock gleich viermal. Die Kosmos-Kanalisierung dreimal, die Mechlord-Umlenkung zweimal, ein wildes Monster scheint dreimal, Hügel des gebundenen Schöpfers haben wir fünfmal und eine unvergängliche Legierung. Makiura, den Zerstörer, haben wir als gleiches Doppel-Playset, Reaktorschleim haben wir fünfmal und den Psi-Mega-Cyber zweimal und den Astro, den Ausrotter haben wir gleich auch fünfmal. Dann kommen wir zu den Super-Rares, da haben wir eine Psi-Lump. Ein Mechlord-Imperator-Wiesel-Synchro-Absorption, zweimal den Mechlord-Nukleus unter Endlichkeitskern, Vereinigung des Sonnengotts, Mechlord-Fertigung und Gesetz des Kosmos. Und bei den Ultra-Rares haben wir wieder 5, den Standard Weiße Aura Bihamut, Mechlord-Astrodrache Triskelion, den richtigen Namen, Wächterschleim und Glutkanone. Ich würde sagen, das ist eigentlich ganz gute Puls. Wie gesagt, man hätte noch irgendwas Ra-mäßiges ziehen können, also direkt Ra-Monster-mäßig, aber man kann ja halt auch nicht alles haben. Ich bin eigentlich sehr zufrieden und ja, mehr habe ich dazu auch nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir haben ja noch ein bisschen was wir durcharbeiten müssen an Displays, das heißt, die nächsten Wochen Openings sind locker safe.